Okay, ich habe das wahre Wesen der Sportlehrerin entdeckt. Konnichiwa, meine verehrten Stempais, willkommen zurück zu Yandere Simulator. Ihr habt mir ja mal wieder super viele Ideen im letzten Video gestellt. Und ich fange auch schon gleich an mit der Idee von Pikachu. Yo, was geht ab? Geh mal in den Ebola-Modus, in die Höllenmod. Also in die Dämonenwelt da, ne? Das kriegen wir hin, So, ich muss erstmal in den Okkultrum, da müssen die ganzen Leute hier ankommen. Ich glaube, es gibt aber ein Problem. Ich glaube, sobald ich das hier habe, komme ich hier nicht mehr rein. Ja, ich kann das Messer nicht reinstecken im Ebola-Modus. Wir versuchen es trotzdem mal. Wir gehen mal rein und vielleicht kann man irgendwie in einem kurzen Fenster... Na, man kann nichts machen. Man kann null machen. Ey, schwanzloser Dicksacker. Immer noch ein Riesenmund, ne? So, aber was ist, wenn ich das zeitgleich mache? Warte, ich stecke das Messer. Es hat geklappt, oder? Ich höre die Musik. Ich krieg das Menü nicht mehr weg. Weil der Button nicht reagiert. Aber bin ich Ebola-Chan? Ich sehe es nicht. Nee, bin ich nicht. Aber die Musik hat gespielt. Schade. Ich kann auch, glaube ich, keine andere machen. Nee, die reagieren absolut null. Was ist, wenn ich zurückgehe? Bin ich dann Ebola-Chan? Aber bin ich nicht. Aber die Musik läuft, wenn ich die kurz anmache. Die Musik ist, glaube ich, lizenziert. Oh, aber eine Ebola-Chan, die verrückt ist und ihre Hände dann aus... Oh, das sieht super, super creepy aus. Ich finde, das sieht super nice aus, wie die da steht mit ihren Armen. So, aber kann ich ein Dämon werden? Das ist... Ja, yes, ich kann. Los. Jetzt bin ich Ebola als Dämon. Oh, yes. AIDS und Dämon, beste Kombo, die es gibt. Wird mir wahrscheinlich nicht viel bringen, weil die Leute sowieso sterben, wenn ich nah dran gehe. Als erstes muss Senpai dran glauben. Senpai, die Note ist einfach die stärkste Figur hier. Oh, der Blick ist goldig. Hat ja lange angehalten. Die nächste Idee ist, ich soll mal jeden töten, außer Grün-Grün und in Ebola-Modus und dann wieder Grün-Grün besuchen. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. Schnell. Fang an zu rennen. Danke. Nicht abhauen. So, ein paar sind abgehauen. Die fucking Lehrerin. Fuck off. Keiner wird die Lehrerin rufen. Wo sind die alle? Da sind noch ein paar abgehauen. Da ist einer. Zack. Das sind nicht alle. Da hinten sind noch welche. Aber ich muss alle Lehrer aufhalten, bevor die diese Leiche finden. Wo sind die alle? Karate-Club juckt's noch nicht. Nein. Nicht die Bullen rufen. Böse Lehrerin. Da ist er. Nein. Lehrerin. Zack. Just in time. Gut, ich hätte noch ein paar Sekunden gehabt, bevor die Bullen gerufen hätte. Ich glaube, ich habe alle, oder? Naja, ich habe noch ein paar Lehrerinnen in den Räumen. Und die zwei Experten sind am Daddeln, den hier juckt mich. Bams. Die halbe Schule ist am Verrecken, aber nein. Der WoW-Räder, ich muss fortgehen. Mein Clan braucht mich. Scheiße, ich habe ein paar übersehen. Die stehen jetzt direkt vor Grün-Grün. Bringt das was, wenn ich die jetzt noch umbringe? Okay, die gehen jetzt weg. Das ist optimal. Die letzten Opfer. Grün-Grün steht da noch. Ich weiß nicht, was passiert. Warum sollte überhaupt irgendwas passieren? Aber anscheinend soll ja irgendwas passieren. Von daher probieren wir das einfach alle mal aus. So, zack, zack und zack. Silent alle von hinten. Das müssten alle gewesen sein. Was? Wo kommst du her? Nein, hast du nicht gesehen. Jesus Christ. Wusste doch, dass irgendeine Blauhaarige fehlt. Noch mehr? Was ist das her? Wo? Was? Wer? Wie? Wer haut da gerade ab? Grün-Grün? Nein, es ist nicht Grün-Grün. Irgendjemand haut gerade ab. Wen habe ich übersehen? Fuck. Oh, jetzt kommen die Bullen. Fuck. Sportlehrerin, wäre auch weg. Gott, wen habe ich übersehen? Irgendjemand lief hier noch rum. Tja, einen habe ich übersehen. Einer ist abgehauen, aber... Grün-Grün, mach irgendwas. Du sollst irgendwas machen. Ganz langsam rantreten. Oh, man kann sogar mit Abstand reden. Das ist kilometerlanger Abstand. Von wegen, geh mir nicht zu nah, du hast AIDS. Und zack, die fällt leider auch nur um. Alle tot, keiner konnte gefasst werden. Zack, zack, zack. Alles löst sich auf. Ich will die Ratte sehen, die mir gerade die Show vermasselt hat. Semper ist ein Überlebungskünstler, der kommt sowieso immer wieder. Blöde Nutte. Da ist sie. Einer aus dem Okkultrum ist entkommen. Kleines Stück... Rache, zack, tot. So, gründlicher kann man keine Schule ausräuchern, ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich alle, 100% alle. Midori, du bist die Letzte. Ich verstehe nicht, was passieren soll. Berühren wir die mal. Ich glaube, die wird einfach umkippen, oder? 100%ig. What the fuck? Warum kann die letzte Person nicht sterben? Ich bin gerade total perplex. Warum? Die Musik ist auf einmal aus, natürlich wegen den 1000 Millionen Sounds, die gerade abgespielt werden. Heißt das, sie ist automatisch unsterblich? Oder warum kann eine einzige Person nicht sterben? Oder Midori zeigt gerade ihr wahres Gesicht. Sie ist das wahre Magical Girl, aber eine Klinge kann sie trotzdem nicht wieder... Ei? Lebst du noch?
Was ist das? Die Animation stellt sich nicht ein, dass sie tot ist, ne? Guckt euch das an. Oh Gott, das sieht so creepy aus. Grün-Grün ist ein fucking Magical Girl. Also die hat... Sie sieht irgendwie total lustig aus, wie die sieht. Was heißt lustig? Irgendwie total dramatisch oder so, zack. Anstatt wenn die immer mit ihren Leichen... Oh, man sieht die Leichen da unten. Guckt euch das an. Oh, ist da wieder einer am Breakdancen? Was habe ich gerade gesehen? Ist Rayagami wieder am Breakdancen? Ist sie. Guckt euch das an. Die kann nicht stillstehen. Diese Spur schon wieder. Aber das sieht so total dramatisch aus. No, die ist gestorben. Zack, bewegt sich nicht mehr. Blink. In der letzten Folge habe ich ja die Lehrerin entführt. Und die Melanie Felsdorf... Und ein paar andere von euch haben sich gewünscht, ich soll mal die Sportlehrerin entführen. Bietet sie sich natürlich an, mit Cyborg-Mode können wir die fucking Lehrerin entführen. Ja, Sportlehrerin, folgt mir mal. Wollte ich schon immer mal. Ich wollte schon immer mal mit einer Sportlehrerin rumtreiben, besonders im Keller. Von daher, ab geht's. So schön einsam in meinem Raum und zack, die Klinge in den Nacken und schon schläft die Sportlehrerin. Ab in die Kiste. Du bist eh flexibel. Weak, zack, drin ist sie. So, zu Hause angekommen. Lass uns... Wer ist das? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Wo ist meine Sportlehrerin? Wo ist meine Sportlehrerin? Ich wollte es mit der Sportlehrerin rumtreiben, aber das ist Saki Mio in Grau, in Alt. Oder in Silber, was auch immer. Mann, ey, ich wollte die Sportlehrerin haben. Jetzt kriege ich hier irgendeinen random Schülerin. Oh, what the fuck ist das? Warum bin ich jetzt in der Schule? So, ich habe sie geknackt. Ich habe sie geknackt, die Gute. So, vier Stunden ist nicht verfügbar. Wir machen einfach nochmal 18, scheiß drauf. So, Sportlehrerin, es wird Zeit, dein wahres Ich zu zeigen. Komm mit zur Schule und zeig, was du drauf hast. Ich habe dich tagelang trainiert. Ich habe dich tagelang ausgebildet. Jetzt kannst du wieder dein Sportoutfit annehmen. Okay, ich habe das wahre Wesen der Sportlehrerin entdeckt. Das wahre Wesen der Sportlehrerin ist die... Die ist gar nicht blond. Die ist gar nicht blond. Sorry, ich muss euren Fab-Traum zerstören, aber die Sportlehrerin ist keine Blondine. Do it. Kill, 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 kill. Nur in der Schule ist sie eine Blondine. Die zieht einfach ein falsches Wesen aus. Es ist im Prinzip eigentlich eine Schülerin, die die ganze Zeit hier mit in der Schule ist, aber gibt sich als Sportlehrerin aus. Es ist eine fucking Fake-Bitch. Wie die da jetzt in dieser Gruppe läuft und keiner verdächtig was, dass die ganze Zeit kill, kill, kill sagt. Arme Coconut, schon wieder ist sie dran. Mitten im Kreis drinne, von allen umgeben, ey. Oh, das sieht so böse aus. Und zack. Woher kriegt ihr eigentlich die blauen Augen die ganze Zeit, ne? Ich meine, komm, die Leiche müssen wir mitnehmen. Die Klinge steckt noch drin, Dass ich die Leiche jetzt rumschleppe, juckt irgendwie keinen, oder? Oder? Doch, jetzt. Die Leiche einfach so plopp. Hier, habt ihr die Leiche. Senpai, hau ab, sonst machst du mir wieder das Spiel kaputt. Ich versuche nochmal vor den Hooligans abzuhauen. Du willst einen Fight? Fuck off. Lehrerin, beschütz mich. Oh, die Sportlehrerin ist ja weg. Oh, die können ja durch Wände laufen. Na, fuck. Scheiße. Oh, ich habe ganz vergessen, dass die durch die Wände laufen können. Ich liebe die Dinge. Ich liebe die Arschlöcher. Ey, aber das resettet unsere Lehrerin. Wir können sie mehrmals missbrauchen jetzt. Zack, immer wieder schön anzusehen. Oh, ich kann die Sportlehrerin nicht umbringen, wenn die sich selber gerade umbringt. Das ist Betrug. Das ist Betrug. Das ist so creepy. Das ist so super creepy. Da rammt sich gerade einer eine Klinge in den Kopf rein und die steht da. Oh, das ist so abgefuckt. Oh, sorry. Stand ich im Weg, Lehrerin? Wolltest du gerade hier vorbei? Ich war da gerade auf der Treppe. Ich habe eine Leiche in der Hand. Juck, geil. Oh, das ist immer so abgefuckt. Oh, hör auf, hier alle zu betten. Sorry, ich stand wieder im Weg, ey. Ich stehe immer im Weg. Immer wollen die Lehrerin vorbei, aber ich stehe im Weg. Noch eine. Ich stehe im Weg. Sorry, stand wieder im Weg. Mann, immer stehe ich falsch. Das war mal wieder Yandere Simulator mit euren Ideen. Vielen Dank dafür. Schreibt mir runter in die Kommentare, was ich noch alles so machen muss. Das neue Update müsste inzwischen raus sein, wenn ich dieses Video rausbringe. Oder kurz davor auf jeden Fall. Auf jeden Fall schaltet rein in das neue Update. Das wird bestimmt mega fett. Und dann können wir auch mehr Sachen machen. Und ihr könnt mir mehr Ideen vorschlagen, die ich machen kann. Klickt hier oben rechts auf das i, dort findet ihr weitere Folgen, die man machen. Folgen von Yandere, was ich alles noch gemacht habe. Zum Beispiel die Lehrerin vergewaltigt und andere Sachen mit Mädchen in der Dusche rumtreiben. Hinterlasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und gebt mir Flosse. Flop.